Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Remnant 2. Wir sind jetzt richtig drin im Spiel, in unserer ersten Welt und müssen hier irgendwie schaffen zu überleben, beziehungsweise diese Gegner da hinten mal fertig zu machen. Davon gibt's das. Gehen wir's an. Oh, wow, okay. Die Attacke one-shottet die teilweise. Okay, das ist ja krass. Oh Gott. Das sind ja drei. Oh, okay, die hauen ja richtig rein. Wartet mal. Das sieht nicht gut aus. Ich weiß. Wir sollen langsam mal ein bisschen ballern. Na los. Ja, ich versuche. Ich dachte. Ach so, A2 muss ich. Nein, bin ich gestorben. Shit. Okay, jetzt wissen wir auch, wie das mit dem Sterben funktioniert. So, ich musste ganz kurz was einstellen, weil das sah ja hier gerade optisch gar nicht so gut aus. So, warum hat das jetzt gerade nicht funktioniert? Ich muss auf jeden Fall. Oh, die hauen mir aber eine rein, ne? Jetzt möchte ich nämlich hier. Ach so, ich muss das so schießen. Ah, okay, so funktioniert das. Oh Gott. Ja, die sind. Also, das ist auf jeden Fall nicht so einfach hier, ne? Ja. Also, einfach zurück. Also einfach zurückgehen reicht hier nicht aus. Oh, okay. Okay, Leute. Das war jetzt ein beschissener Einstieg in diese Folge. Zweimal gestorben. Okay. Also mit der Knarre mache ich halt echt schnell viel Damage. Und mit Q one-shotte ich die. Aber sie müssen halt näher ran. So, jetzt kann ich nämlich hier Q. Wow. Die staggern mich halt auch wirklich des Todes, ey. War es eine gute Idee, mit dem Schwierigkeitsgrad einzusteigen? Ich sage ja. So. Mist. Er lad mal richtig nach, die Bude hier. Ah, dass das hier so eine Shooter-Komponente hat, macht natürlich das Anvisieren ein bisschen schwieriger. Kann man Gegner auch ins Target nehmen? Ich glaube, das geht nicht, oder? Endlich vorbei. Geht das, dass man Gegner ans Target nehmen kann? Ziel, nee. Ziel Fernrohr mit Z. Kamera rendern, Left Shift. Also, ja, das Zielrohr dann wahrscheinlich, wenn man auch. Das Zielfernrohr, wenn man ein Zielfernrohr auch dann installiert hat, würde ich sagen. Okay. Okay, jetzt haben wir aber erstmal zumindest die ersten Gegner hier mal überstanden. Dafür brauche ich schon wieder irgendetwas, einen Schlüssel oder so. Ich glaube, hier hinten ist ein Durchgang. Da ist auch noch einer. Nee, von hier aus kam ich von hier? Nee, ah, hier geht's. Oh, oh. Also bleibt. Dann kommt her und holt es euch. Okay, ein anderer Gegnertyp. Und eine Truhe. Eisen?
Reliktstaub. Okay. Hier geht's nicht weiter. Hier war nur die Truhe. Der kann. Er kann auch zu mir rankommen. Boah, die Gegner-KI ist aber nicht schlecht, ne? Also er weicht erstmal instinktiv aus. Und wo ist der? Ah, da ist der andere Bruder. Da ist der andere Bruder. So, den ballern wir erstmal schön eins rein. Zum Glück ist das vorbei. Na, zum Glück, aber ich habe ja trotzdem... Also, da, mit der Munition, das ist schon eine interessante Komponente. Okay, da hinten. Vorsicht, hier sind Gegner. Also gut. Gar nicht mal so wenig. Schön Headshot gegeben. Schön Headshot gegeben. Oh nein, wer bist du? Du siehst ein bisschen stärker aus als die anderen. Okay, ich werde erstmal den da hinten ranholen. Hier hat ihn da. Okay, er hat mich auf jeden Fall geortet. Ui! Oh, der vergiftet mich. Oh, Bruder, wie teilst du aus? Wow, wie sie mich staggern. Wie sie mich mies staggern. Und wie es einfach Milliarden Jahre dauert. Oh, wie es einfach Milliarden Jahre dauert, bis ich irgendwie... Alter Verwalter, ey. Krass, wie es einfach Milliarden Jahre dauert, bis ich mich heile. Wow, okay. Boah, Leute, das ist jetzt ja... Das ist schon übel. Das ist schon übel. Also Aiming ist hier wirklich alles. Oh Gott, da war ja... Oh, scheiße, Alter, wie... Aber wie hart die halt burnen, ne? Wie hart die hier reinburnen, die Gegner. Oh, also Aiming ist hier alles. Zum Glück ist das vorbei. Aber zum Glück... So. Ah, fuck, wollte mich gar nicht heilen. Ja, neu im Spiel, falsche Taste drücken, leider so ein Standard. Sie kommen. Der kassiert aber nur richtig langsam. Boah, Bruder! Das ist nicht gut. Nee, ist überhaupt nicht gut. Okay.
Ja, der nervt mich da gerade ein bisschen. Oh, Leute! Alter! Ja, ich muss gerade ein bisschen rennen hier. Ja, ich bin dir nicht gewachsen, Bruder. Ich hab's verstanden. Oh, nein! Ich hätte ihn beinahe so... Oh, ich hab ihn sogar noch runtergerumbled. Okay, krass. Also das Ausweichen hier ist halt echt nicht so leicht, ne? Kann man seine Klasse nochmal wechseln? Habe ich jetzt hier eigentlich ein Item bekommen, weil ich den getötet habe? Ist das vielleicht so ein Gegner, der nicht jedes Mal spawnt? Wäre ja ganz nett. Ja, sorry dafür, dass es jetzt hier gerade so ein bisschen kreuz und quer geht, aber das Spiel ist ja Souls-like. Also, ne, wir erleben hier also jetzt wieder etwas, das ein bisschen schwerer ist. Es geht los. Boah, wieso treffe ich nicht, Digga? Das sieht nicht gut aus. Ja, ich weiß, dass es nicht gut aussieht, aber irgendwie stelle ich mich gerade an wie der erste Mensch hier. Gerade jemand, das noch so super funktioniert. Ja, das ist halt echt krass, ne? Also, wenn die dich halt anballern. Wenn die dich halt anballern, dann kassierst du halt so mies. Dann kassierst du halt so mies einfach. Oh, endlich vorbei. So, ist der Typ sie da jetzt noch unterwegs? Oder ist das vielleicht glücklicherweise mal so ein Einmal-Spawner? Ja, scheint ein Einmal-Spawner zu sein. Okay, perfekt. Heißt, den haben wir besiegt. Ich wollte gar nicht in mein... Ich will doch nicht in die scheiß Karten hier rein! Ich hasse mal, wenn Spiele mal so ungefragt dann ein Menü nach dem nächsten durchklicken. Jetzt komm doch mal da runter, Bruder. Ach, das trifft dich nicht. Das ist ja interessant. So, da ist noch einer von den Kumpels. Also wenn du glaubst, da kommt niemand mehr, kommt einfach noch einer angeflogen. Okay, was ist das? Das sieht wichtig aus. Ah ja, die erste der Masken. Und da ist noch eine Truhe. Altmetall, Eisen und geknackte graue Erholungsrate. Ist denn die geknackte graue Erholungsrate? Taucht hier nicht mit auf. Taucht hier nicht mit auf. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Das sieht nicht gut aus. Heilige Scheiße. Ich denk's mir auch, Bruder. Ich denk's mir auch.
Da kommt einfach so einer raus, okay. Also die. Verbrauchsader. Oh, guck mal, mein. Nee, füllt sich. Nee, ich habe nur eine 1 gelesen, ist ja die Taste 1. Ich dachte, dass sich das Drachenherz nachfüllt, aber das füllt sich nicht nach. Was haben wir da? Da wurde was angezeigt. Bin ich jetzt hier eigentlich? Ach, das ist der Hauptraum. Ah, es ist jetzt hier eine Abkürzung, die ich vielleicht freigeschalten habe. Ein bisschen Wasser erstmal. Okay, das Wasser hat jetzt... Hätte mich wahrscheinlich wieder aufgefüllt. Aber hat mir erstmal nichts gebracht, weil hat sich ja nichts geändert. Jetzt geht's los. Oh ja, ich seh's. Das hört sich hier nach etwas Großem an. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Ja, Digga, du kriegst einfach 2 Hiebe. Bruder, du bekommst einfach 2 Hiebe und das ist dann schon ein bisschen mies so. Schade, ich dachte, ja, da oben war ich jetzt gerade. Die Frage ist, wie komme ich da wieder hin? Ja, erstmal müssen wir hier besten. Genau, wir sammeln sie hier an der Tür und dann zünden wir erstmal die Bomben. Ne, wenn's mal läuft, dann läuft's, ne? Kann man mal so festhalten. Wenn's läuft, dann läuft's. Aber diesen... Okay, gehen wir's an. Ja, lass die erstmal alle schön runterkommen. Oh, ist es endlich vorbei? Level up. Neues Level Draufgänger 1 auf engstem Raum. Neues Attribut. Verdammt. Hab halt auch echt nicht mehr so super viel Munition. Oh, heilige Scheiße. Aber dass da auch nur 5 Schuss im Revolver drin sind, macht den Revolver halt nicht gerade zu einer super Waffe. Ach, guck mal, hier ist noch eine Truhe. Schwarzer Teer, geknackte Feuerrate. Also, da muss ich mal gucken, was man damit anstellen kann. Das sind halt so super viele Items und alle klingen natürlich irgendwie super nützlich.
Oh, heilige Scheiße. Achso, von hier aus kam ich. Jetzt geht's los. Ein Nahkampf ist schon geil, der Angriff, ne? Also Nahkampf, der... Ein Buch. Ach, das ist... Ich hasse es, wenn... meine, ja, ich weiß, dass sowas gerne gemacht wird in diesen Games. Aber... wie gesagt, lasst mich doch nicht... Oh, zum Glück ist das vorbei. Lasst mich doch nicht in diesen Texten festhängen, wenn mich Gegner angreifen. Ja, ich, ne, vor allem dann nicht, wenn es Vollbild ist. Wenn dann noch so eine Vollbild-Ladeanimation dazu kommt. Ne, hier, so eine Laden, paar Sekunden, paar Millisekunden Ladeanimation. Die Nara und der Jub-Falke. Es war in den Tagen, als sich jedes Tier auf den langen Winter vorbereitete. Der Hahn sammelte Felsen und Schlamm für seinen Damm. Der Buschelch sammelte Heu für seine Höhle. Die Nara verkroch sich in die höchsten Bäume und versteckte Nüsse in den Löchern. Eines Tages kletterte die Nara auf einen besonders hohen Baum, eine Aufgabe, die ihr nicht gefiel, denn der Aufstieg war schwer und die Zweige trügerisch. Da traf sie ein Jubfalke in seinem Nest. Wo ist dein Nahrungsvorrat, Mr. Jubfalke? Dann geht denn das jetzt hier? Oh, das ist jetzt... oh, okay, das dauert ein bisschen länger. Das werde ich jetzt nicht voll und ganz vorlesen. So, genau, da unten waren wir und da haben wir... am Checkpoint ausruhen. Da oben wird mir ein Checkpoint zum Ausruhen angezeigt. Aber wie komme ich denn da hin? Na, da lang sicher nicht. Ah. Geht's los. Nun, zumindest ist das vorbei. Das ist aber so krass, wenn du so einmal von denen wirklich getroffen bist. Ne, hier, du siehst, das dauert einfach gefühlt eine Milliarde Jahre, ehe du dich heilst. Und in der Zeit kann Elch natürlich voll angreifen. Boah, Leute. Sie kommen. So, verringerter Schaden. Ich muss mal gucken, was man damit machen kann. Und einen Lumenit-Kristall.
So, der kommt nämlich auch noch und will stressen. Boah, also das wäre jetzt hier schon in die Hose gegangen, hätte ich den da unten bekämpft. Endlich vorbei. Aber immerhin gibt es ja eine kurze... einen kurzen Audiohinweis, wenn Gegner Wellen weg sind. Das finde ich wiederum ganz gut, weil... da muss man jetzt nicht die Bedenken haben, dass man... ja, nicht weiß, wann Gegnerwellen vorbei sind. Ach, das war der Koch hier unten, okay. Das Reich des Kochs. Also, dieses Drachenherz zu benutzen, dauert echt eine gefühlte Ewigkeit. Kann natürlich später noch besser werden. Bei Dark Souls 2 konnte man ja auch die Trankbenutzung zum Schluss skillen. Großartig. So wäre man das. Ich würde halt gerne so blocken können oder so. Ne, weil die sind halt so massiv schneller als ich mit... also, außer wenn ich halt die Knarre aktiv habe. Heilige Scheiße. Also, wenn ich meine Knarre aktiv habe, dann sind sie natürlich nicht so stark. Ja, ich will erstmal ganz kurz checken, wo der Fahrstuhl hier hinfährt. Oh, endlich vorbei. Ah, ist ein Fahrstuhl, wo man zwischendurch aussteigen kann. Abkürzung, okay, verstehe. Okay, dann nutzen wir gleich mal die Chance und gehen mal... an den Checkpoint ran. Waffen aufwerten. Genau, du verfügst über ausreichend Ressourcen, um eine Waffe aufzuwerten. Dadurch solltest du besser gegen die schwieriger werdenden Herausforderungen gewappnet sein. Genau. Ah, er lässt mich jetzt auch aktuell wirklich erstmal nach Station 13 reisen. Okay, cool. Oh Leute, ja, mega Game. Wirklich mega Game. Natürlich hier und da muss ich erstmal reinkommen, völlig klar. Dem Gründer sei Dank, du lebst. Wo ist... was ist passiert? Eine Menge. Ich verstehe nicht mal die Hälfte davon. Ja, das trifft es sehr gut. Ford hat den Stein hier aktiviert. Oder etwas hat Clementine in den Stein gezogen. Na, ich bleibe mal bei Ford hat den Stein aktiviert. Ich wusste, dass der Gründer etwas vorhatte. Er will schon zur alten Station reisen. Ich wünschte nur, er hätte vorher mit mir geredet. Es tut mir leid, dass du damit reingezogen wurdest. Und was ist dann geschehen? Clementine folgte ihm durch den Stein. Nee, Clementine ist aufgetaucht und etwas in dem Stein hat sie entführt. Moment, was? Clementine? Wo ist sie? Geht es ihr gut? Warum suchst du nicht sofort nach ihr? Ja, ich bin doch dabei. Ich weiß nicht, ich suche nach ihr. Richtig, es tut mir leid, es ist nur, dass Clementine, sie bedeutet mir viel. Uns allen. Wir müssen sie finden. Ich rufe alle zusammen. Ich, wenn sie durch den Weltenstein gereist ist, dann kann sie überall sein. Danke, ich kann alle Hilfe gebrauchen, die ich bekommen kann. Das sehe ich auch so. Sie könnte überall sein. Welten von uns entfernt. In Ordnung. Ich hole Bravos und Riggs. Ich sag ihnen, dass... Was zur Hölle mache ich denn? Ich weiß auch nicht mehr als du, was uns da draußen erwartet. Und diese Leute. Ich kann sie nicht so in Gefahr bringen. Ich würde die ganze Stadt aufs Spiel setzen. Das würde Clem nicht wollen. Es ist ein Wunder, dass du zurückgekehrt bist. Es tut mir leid. Die Stadt wird dir helfen, so gut sie kann.
Aber ich kann niemanden darum bitten, nach draußen zu gehen. Wir müssen uns darauf verlassen, dass du sie findest. Ist das in Ordnung? Ja, ich weiß, ich soll jetzt KoopspielerInnen mit dazu holen. Ich verstehe, ich bin dankbar für jede Hilfe, die du mir geben kannst. Danke, Fremdling. Sprich mit den Leuten in der Stadt. Sie sollten alle Vorräte haben, die du brauchst. Weißt du, Ford hat immer gesagt, Commander Ford, nicht der Gründer, dass eine Anführerin und eine Heldin zweierlei sind. Die Anführerin bleibt immer bei ihren Leuten. Ich dachte, sie wollte einfach gegen ihren Großvater sticheln, weil er immer verschwand. Aber ich glaube, ich verstehe sie jetzt besser. Genau, ich hätte ein paar Fragen. Was ist mit Cass? Geht es ihr gut? Oh, ja. Ihr geht es gut. Lässt sich nicht unterkriegen. Sobald sie gemerkt hat, dass du und der Gründer verschwunden wart, war sie auf den Beinen. Die Ärztin konnte sie nicht aufhalten. Ich weiß nicht, was sie die ganze Zeit gemacht hat. Vielleicht hat sie nach dir gesucht. Oder sie wollte sich beschäftigen. Jedenfalls haben sich ihre ganzen Ängste als ziemlich hilfreich erwiesen. Sie hat sogar einen Stand drüben beim Eingangstor aufgebaut. Du solltest sie besuchen. Sie zeigt es zwar nicht, aber sie macht sich wirklich Sorgen um dich. Sie redet ständig, dass sie geht. Bleibt aber dann doch. Ich kenne so etwas. Okay, das klingt jetzt sehr tiefgründig. Warum ist der Weltenstein hier draußen? Ja. Nachdem du und Ford verschwunden seid, haben Riggs und ich nach euch gesucht. Wir fanden den Stein schwebend und leuchtend wie damals. Ich hatte eine Ahnung, was passiert ist. Nicht meine erste Erfahrung mit dem Ding, weißt du? Ich wollte, dass er dieses Mal hier draußen ist. Damit wir allen, die hier durchkommen, sofort helfen können. Das hat sich als die richtige Wahl erwiesen. Wer weiß, wie lange es gedauert hätte, euch aus dieser alten Station herauszuholen. Du sagtest, das sei nicht deine erste Interaktion mit dem Weltenstein? Richtig. Vor langer Zeit, als die Saat noch überall war, half ich dem Wanderer zur ältesten Station zu gelangen. Sie lag hinter... Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wo sie ist. Die Sache mit dem Weltenstein ist, dass er einem nicht verrät, wo man sich befindet oder wie man dorthin kam. Ich weiß nicht, wie der Wanderer sich daran gewöhnt hat. Der Wanderer? Ach, ja, so haben wir diese Person genannt. Es war nicht meine Idee. Der Wanderer hat alles Wichtige getan. Die Station betreten, gegen die Saat gekämpft, Clementine gefunden. Ja, ich kenne mich da besser aus als die meisten. Alles kann aus diesen Dingern hervortreten. Wo dachtest du, hält sich Clementine auf, bevor ich es dir erzählt habe? Ich meine, ich wusste, dass sie weg war. Ich wusste nur nicht, dass sie so weit weg war. Clem verschwindet ab und zu, weißt du? Das ist einfach ihre Art. Manchmal für Stunden, manchmal Tage. Mir hat es nie gefallen, aber sie kann auf sich aufpassen. Und ich könnte sie sowieso nicht aufhalten. Sie kam immer zurück und sagte, sie hätte Zeit für sich alleine gebraucht. Das respektiere ich. Ich wünschte nur, sie würde einfach mit jemandem reden. Weißt du? Machst du dir gar keine Sorgen um Ford? Nun ja, der Gründer, er ist eigenartig, oder? Es ist nicht das erste Mal, dass er verschwand. Nicht einmal das fünfte Mal. Commander Ford, die Enkelin des Gründers, sagte immer, sich auf den Gründer zu verlassen sei, als würde man über Trümmer laufen. Man kann es eine Weile tun, aber früher oder später fällt man hin. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber Gründer Ford, er war immer eher eine Art Mythos als ein Anführer. Verdammt, als ich noch ein Kind war, dachten alle, er wäre schon seit Jahren tot. Aber das ist das, was den Gründer ausmacht. Er bleibt nie verschwunden. Eine Woche, ein Jahr, ein Jahrzehnt. Irgendwann findet er immer seinen Weg hierher zurück. Hey, lass mich sofort wissen, wenn du Clem gefunden hast, okay? Wir machen uns alle Sorgen um sie. Was? Achso, ach ja, hier kam ich jetzt raus. Okay. Gut, ihr lieben Freunde meines Kanals, dann würde ich sagen, machen wir ein ganz kurzes Päuschen. Ja, viel erlebt, viel gekämpft. Ich habe noch einiges vor in dem Spiel, aber ich werde auch besser werden, das schwöre ich. In diesem Sinne, haut rein und gabt euch wohl. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Hiyuga.